Für uns Südtiroler ist Äpfel mehr als nur eine Frucht. Er ist Kultur und weckt Erinnerungen. Ich darf in Kite 1 von meinen Herzensrezepten und den Äpfel in ein Wort am Herd erzählen. Heute zeige ich eins von meinen Lieblingsrezepten, Äpfelkirchlein. Zusammen mit der Marke Marlene haben wir im Projekt Ein Wort am Herd das Rezept umgesetzt und zeige euch jetzt die Zubereitung davon. Für das Rezept für die ganze Familie braucht man ganz einfache Zutaten. Und zwar braucht man einfach frische Landeier, eine Bauernbutter, einen Zucker, ein Mehl, eine frische Milch. Dann braucht man eine Prise Salz, ein bisschen Preiselbeeren. Wenn nur Erwachsene sind, kann man ein bisschen Schnaps dazu tun. Und was ist natürlich das Wichtigste an einem Rezept? Das sind die wunderschönen Äpfel aus Südtirol von Marlene. Speziell die Äpfelkirchlein erinnern mich an eine herrliche Zeit mit meiner Oma, mit meiner Mama. Und jetzt genieße ich die Zeit mit meinen Kindern. Ein einfaches Gericht, was man relativ schnell zubereiten kann, was man dann auch gemeinsam am Tisch sitzt. Und speziell im Herbst, wenn die ersten kalten Tage draußen sind, gibt es ein wohliges, warmes Gefühl und ist ein Moment, den man auch mit der Familie genießen kann. Mehl mit Milch glatt rühren, geschmeidige Masse gibt, Eiweiß trennen. Beim Eiweiß wird separat aufgeschlagen mit ein bisschen Zucker, damit es eine Luftigkeit in den Teig gibt. Wichtig war für meine Oma allem, die Schalen sauber auskratzen, dass man ja auch nichts drinnen lässt. Danach geben wir ihnen ein bisschen Salz, einen Zucker und ein bisschen Zucker geben wir ins Eiweiß zum Schlagen. Da haben wir jetzt einen geschmeidigen Basistag. Butter geben wir zum Schluss hin. Und jetzt kommt das Handwerk, Eiweiß schlagen. Beim Eiweiß ist wichtig, dass man es so schlägt, dass es in der Schüssel drinnen bleibt, dass es schön geschmeidig ist und cremig ist, damit man eine super Konsistenz hat. Danach gibt man die Butter dazu. Butter deswegen nicht zu früh initieren, weil sie beim Kaltwerden fängt sie an wieder zu stocken. Und jetzt der letzte Arbeitsschritt, gibt man das Eiweiß in den Teig. Und den langsam unter den Teig rühren. Also nicht mit einem Schneebesen, sondern besser geht es so, dass man das langsam einarbeitet. Und das Eiweiß ist eben, gibt dann auch die Fluffigkeit und die Lockerheit den ganzen Tag. So, voilà. Wunderschönen, geschmeidigen Tag für die Äpfelkirchlein. Für das Gericht tun wir die Äpfel schälen. Warum tun wir die Äpfel schälen? Weil wir die Scheiben danach ja in einem Teig wälzen, die dann frittieren und die Schale würde in dem Moment ein bisschen gummig und ein bisschen zäh werden. Das wollen wir ja vermeiden. Man schneidet die Äpfel dann in circa 1 cm dicke Scheiben. Die frisch geschälten, geschnittenen und entkernten Äpfelscheiben, die wir jetzt in unseren sämigen Teig einlegen. Danach geht es in ein Ölbad mit einem Sonnenblumenöl bei ca. 170 Grad. Temperatur ist sehr wichtig, dass der Teig sofort schließt und somit kein Fett innegeht in die Kirchlein. Wichtig, Kirchlein einmal umdrehen, damit sie auf beiden Seiten eine goldgelbe Farbe haben und gleichmäßig gebacken werden. Außen ein schöner Teig, innen ein al dente gebackener Apfel. Kannst den Schluss, wenn man will, nur ein bisschen Puderzucker, also im Winter ein bisschen Winterweiß drüber. So, jetzt haben wir unsere Äpfelkirchlein fertig und jetzt werden wir sie gleich probieren. Endlich können wir die Apfelkirchlein verkosten. Und so bereitet man die Äpfelkirchlein von meiner Großmutter zu. Ein ideales Gericht, wenn man jemandem was Gutes tun und neue Erinnerungen schaffen will.